Hallo zusammen, herzlich willkommen auf Tamagotcha. Wir sind heute bei Klipp und Klang. Das ist eine Radioschule. Und wir werden feststellen, wieso Vitamin B auch für Flüchtlinge mega, mega wichtig ist. Die kommen hier in diesen Kurs rein und sie lernen zuerst mal, hey, was ist eigentlich eine Bewerbung? Warum bist du hier in diesem Kurs? Ich möchte eine Bewerbung schreiben, lernen. Auf welchem Beruf möchtest du arbeiten? Als Sanitär. In anderen Ländern kann man einfach vorbeigehen, hier musst du eine Bewerbung machen. In der Schweiz alle Papiere. Ich schicke ein Papier und kommt die Antwort auf Papier auf. Du hast auch viel Papier gerade in der Hand. Ja. Immer das Papier. Ist nur von einem Tag. Und du musst ein Netzwerk haben und sie fangen natürlich bei null an. Wir haben den Namen Vitamin B für den Kurs gewählt. So ein ganz mundartlicher Sinn, Vitamin B für Beziehung. Beziehungen sind wichtig, dass haben die Türen aufgehen. Es ist nicht einfach so sprechen. Und da ist die Schweizerin auch sehr beschäftigt. Keine Zeit. Hast du mehr einen Tipp für das Deutsch lernen? Tipps zum Deutsch lernen? Papier weg, nicht immer schreiben, okay. Rausgehen und mit Schweizern sprechen. Sie gehen in die Arbeitswelt raus, treffen Lehrmeister und sie können die dann interviewen. Wenn man das Mikrofon in die Hand nimmt, dann sagt plötzlich ein Betriebsleiter, aha, für eine Radiosendung, ja, da könnt ihr ein Interview machen. Und das gibt jemandem, der geflüchtet ist und Zusammenhang da nicht kennt, eine Möglichkeit, mit jemandem zu reden und zu fragen, was brauche ich für Fähigkeiten, um mit dem Beruf zu arbeiten. Warum ist es so wichtig, dass man im Kurs lernt, Interviews zu führen? Dass man seine Kontaktfähigkeit verbessern kann, dass man auch verschiedene Berufe, verschiedene Branchen, Bereiche kennenzulernen und auch, dass man sich auch selber vertrauen zu können. Das Ganze wird nachher alles zusammengefasst zu einer stündigen Radiosendung. Vitamin B, was ist das? Ich überlege mir, eine Lehre als Logistiker zu machen und wollte wissen, was die Aufgaben von einem Lehrling im Bereich Logistik sind. Wichtig ist, dass ihr die Sprache versteht. Früher habe ich als Journalist gearbeitet. Und weil ein Journalist hier zu sein, ist es schwierig, mit wenig Deutschkenntnisse. Was hast du jetzt für eine Stelle oder was machst du beruflich? Am Ende des Kurses habe ich diesen Beruf gefunden, als Fachmann Betriebsunterhalt. Die Lehrstelle habe ich vor 2 Monaten habe ich sie abgeschlossen. Herzliche Gratulation, ja, du hast einen Lehrabschluss. Jawohl. All das, was die Flüchtlinge hier machen müssen, haben sie noch nie in ihrem Leben vorher gemacht. Jetzt wollte ich von dir wissen, wann hast du das letzte Mal etwas machen müssen, wo du null Ahnung davon gehabt hast. Schreib mir es unten in die Kommentare rein. Du doch schnell auf Like klicken. Und am nächsten Freitag am 5 Uhr sehen wir uns wieder ganz neu. Ich bin ready. Hallo. Das ist fertig.